Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Let's Play. Und wie ihr seht, endet die Warcraft-Schiene nicht. Es wird immer weitergehen. Nee, Warcraft kommt jetzt weiterhin. Und zwar jetzt aber wieder mal ein wenig normaleres Warcraft. Keine Horror-Let's Plays, keine WoW-Let's Plays, beziehungsweise keine Warcraft-Let's Plays, die quasi in der Zeit von WoW spielen, sondern ein Warcraft 3-Let's Play, das vor Warcraft 3 spielt. Und zwar hatten wir vor etlichen Jahren, ich glaube 4 oder 3 oder 4 Jahren, das waren glaube ich 4 Jahre sogar her. Ich glaube, das war vor 2014, kann das sein? Vor 2014 haben wir Der letzte Wächter gespielt von Outsider XE. Und ich kann ja gleich mal nachgucken, wann es war. Genau, und dieser kleine Map-Ersteller, der gute Herr, hat mehrere Maps erstellt. Darunter auch der Lord der Clans. Der Lord der Clans ist eine Kampagne, die auf dem Buch, also auf dem gleichnamigen Buch basiert, dem Lord der Clans, von Christy Golden, glaube ich. Einziges gute Buch, was sie geschrieben hat, was? Und, das werden wir spielen. Der hat es quasi visualisiert mit einem schönen Kampagnengedöns. Wo ist es denn? Der Lord der Clans. Trals, Tumult, also Tumult, Tumultara, oder spannende Geschichte von seiner Reise, von seiner, also von seiner Reise vom Sklaven zum Kriegshäuptling der Horde. Das ist ungefähr das, was da steht. Wenn ich es finde, kann ich euch gleich sagen, wann es war. Es war genau, what the fuck, hat schon 1800 Aufrufe. 2014, 4 Jahre her, Leute. 11.05. Holla die Waldfee. 4 Jahre. Ich werde alt. Ich bin mittlerweile 21 geworden. Prolog. Der Schattenrat. Der Schattenrat. Die sammeln die meistgefürchteten, die meistrespektierten und die meisten, die nach Macht strebten, unter der ganzen Ork-Clans. Manche waren mehr versteckt, also manche waren mehr versteckt und zeigten ihren zahlten ihren Preis für ihr dunkles Wissen mit mehr als nur ihren Seelen. Andere waren noch Jungfrau, waren noch blass, waren noch ungezeichnet. Ihr Körper rein und stark, oder ganz und stark. Diese hatten gerade erst die dunkle Macht angesprochen. Alle davon waren kriminell, nein, waren rücksichtslos, gemein und würden vor nichts Halt machen, um noch mehr Macht zu bekommen. Aber niemand war so rücksichtslos wie Gul'dan.
Kapitel 1: Leben und sterben lassen. Dorothan und sein Frostwolf-Clan haben sich zurückgezogen in die Berge von Alterac. Es war eine kalte Nacht. Eine Nacht, in der er eine Entscheidung treffen musste, die das Leben aller Orks beeinflussen würde. Wir spielen mal auf normal. Die Musik ist so geil. Die Marok-Musik, glaube ich. Gesicht leuchtet so komisch. So, die Straße der Erlösung. Wir müssen zu dem Pfad, wo Urgrim Doomhammer auf uns wartet. Und Dorothan und Draka müssen überleben. Das hier ist Draka, Dorothans Frau. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe nämlich schon die ersten zwei Level, glaube ich, gespielt gehabt. Und vor auch zwei Jahren vielleicht aufgenommen. Und nun ja, jetzt ist es der Sohn des Dorothan. Wenn man diesen Sohn trägt, dann haben sie einfach 200 mehr Mana, verstehe. Draka trägt Dorothans unbenannten Sohn in einer weichen Decke. Okay, Orks bleiben unbenannt, bis der Namenstag kommt. Okay, cool, wusste ich nicht. Wer dem Englischen nicht mächtig ist, Dorothan hat sich gegen Gul'dan ausgesprochen, den Typen, den wir am Anfang gesehen haben. Und dieser hat die quasi Orks an die brennende Legion verkauft und seitdem dienen alle Orks der brennenden Legion. Bis die brennende Legion keinen Bock mehr auf die Orks hatte. Und quasi die Orks sich losgesagt haben von der brennenden Legion. Obwohl die brennende Legion immer noch mit Gul'dan kommuniziert. Ja, sie aber ignoriert. Wissen die meisten Orks davon nichts. Wir müssen unserem Bruder helfen. Wissen die meisten Orks davon nichts. Und Dorothan möchte nun alle Ork-Clans, die ihm potenziell helfen können, ansprechen. Darunter natürlich auch sein bester Kumpan, sein bester ehemaliger Kumpan für die Horde. Allianztruppen. Sein bester ehemaliger Kumpan, Urgrim Doomhammer.
Hoffentlich stirbt er nicht. Ich will nicht, dass er stirbt. Komm. Heilen wir ihn nochmal schnell. Darunter auch Ogrim Doomhammer. Sein bester Kumpan. Sein bester Kumpel. Der sehr, sehr mächtig ist. Der ist nämlich... Ich bin Durotan. Chef der Frostwölfe. Kriegsfolglinge Frostwölfe. Arkamagosh. Häuptling. Es kommt ein Sturm auf euch zu. Ihr solltet lieber hier bleiben, bis ihr eure Reise fortsetzen könnt. Ja, okay. Kann ich spüren. Genau, er möchte Ogrim Doomhammer, der quasi Vizegeneral des Kriegshäuptlings der Horde ist, der sich gerade im Krieg mit der Allianz befindet. Nicht mit der ganzen Allianz, sondern nur mit Sturmwind tatsächlich. Ja genau, und da möchte er jetzt gerade hin, weil das sein bester Kumpel ist und denkt sich so, yo, wenn ich dem erzähle, dass Gul'dan total der Arsch ist, dann wird er mir glauben. Wenn er es nicht tut, dann wird es kein Mensch tun. Kein Ork tun. Das ist ungefähr das, was er gedacht hat. Und wir werden rausfinden, ob es stimmt. Ob der große Ogrim Doomhammer immer noch das ist, was er verspricht. Ein Held. Oder ist er nun eine Marionette von Doomhammer und Gul'dan? Der Sturm ist vorüber, wir könnten nun weiterziehen. Holen wir uns nochmal schnell die Mana-Rune. So ist das. Warum weiß Durotan, dass Gul'dan quasi schuld an der Misere der Horde ist? Tatsächlich war es so, dass die Horde of Draenor vorher angeführt wurden von Ner'zhul. Ner'zhul war derjenige, der auch die brennende Legion quasi in die Welt geholt hat, beziehungsweise Gul'dan gehörte bereits der Legion an, als er in Ner'zhuls Dienst trat, aber Ner'zhul bekam quasi bestimmte Visionen von seiner verstorbenen Frau, deren Name ich vergessen habe. Und diese Frau sagte ihm, dass die Draenei, die mit ihnen auf dem Planeten lebten, eine Gefahr für sie werden würden. Und so brutal und mächtig sind, dass sie die ganzen Orksrasse auslöschen könnten. Also was tut Gul'dan? Er sammelt quasi die gesamten Ork-Clans unter sich, um die Draenei anzugreifen. Zuerst dachten natürlich, dass die Draenei nicht angreifen würden, aber dann löscht Gul'dan quasi einen gesamten Clan aus mit seiner Teufelsmagie und lässt so tut so, als wären die Draenei schuld. Genau. Daraufhin entsteht natürlich Krieg zwischen Draenei und Orks, der von der brennenden Legion losgetreten wurde. Gul'dan weiß über alles Bescheid, verrät quasi seine Brüder und Schwestern. Führen Krieg die ganze Zeit gegen die Draenei, sind wie zum Kriegsführen geboren, es sind Orks. Und ja. Die Draenei verlieren. Wer hätte es gedacht? Meine Beute naht. Unsere Wege kreuzen sich. Trom'kar, Kriegshäuptling. Ihr solltet hier bleiben, bis der Sturm vorbei ist. Schon wieder ein Sturm. Stürmische Gegend hier. Grundsätzlich war es auch so, dass Gul'dan quasi Ner'zhul als Kriegshäuptling abgelöst hat, beziehungsweise nicht als Kriegshäuptling, sondern als Influencer quasi abgelöst hat, weil Ner'zhul nämlich rausbekam, dass es nämlich gar nicht Draka? Nee, das war Draka. Seine Frau war, sondern Kil'jaeden. Daraufhin lässt Kil'jaeden Ner'zhul verschwinden und gibt die Kontrolle an Gul'dan. Gul'dan setzt Schwarzfaust, den einen unglaublich starken Krieger der Horde, als Marionette ein, dass den Schattenrat, der Schattenrat kontrolliert quasi die Horde aus den brutalsten Orks und die mächtigsten und alle unter natürlich Gul'dans Kommando regieren quasi die Horde durch die Marionette Schwarzfaust. Kurz vor dem letzten Krieg, beziehungsweise von der letzten Schlacht um die Hauptstadt der Draenei, die Shadrath genannt wird, der Sitz des Lichts,
Wer hat einen Grubenlord in die Welt geholt? Sein Name ist Manaroth. Ja? Nacht. Sein Name ist Manaroth. Manaroth wird in die Welt geholt, um die Orks schlussendlich komplett an die Brennreligion zu binden. Gul'dan gibt quasi... Oh. Wir sind schon da. So, das ist eine Wache Doomhammers, die uns zu unserem Lager zurückbringen wird, zu einem sicheren Location. Und das werden wir gleich tun. Aber ich will euch noch erzählen, dass nämlich Manaroth Blut verteilt hat unter den Orks, den quasi eine Gehirnwäsche in den Leak und die Orks rasend und grün werden ließ. Orks waren normalerweise eigentlich braun. Und zusammen tranken sie alle wunderbares Blut. Ner'zhul warnte aber Dorothan, dass er das Blut nicht trinken soll, denn es ist Dämonenblut und Dämonen würden die Orks zu Sklaven machen. Dorothan war der einzige Ork, der nicht getrunken hat, genauso wie Doomhammer, weil er ihn auch gewahrt, also weil er mitbekam, dass es nicht gut war. Schlussendlich töteten die Orks sich quasi fast selbst auf dem Planeten Draenor. Sie rissen den Planeten quasi ab nach dem Krieg gegen die Draenei. Die Draenei waren fast alle tot und die Orks waren immer noch im Blutrausch und schlachteten sich gegenseitig ab, fast bis zur Auslöschung. Also nicht fast bis zur Auslöschung, aber schon ziemlich stark. Zeit zum Spielen! Cool. Nice. Genau, beinahe bis zur Auslöschung. Jedoch kontaktiert Medivh, der letzte Wächter von der Kampagne, die wir gespielt haben, könnt ihr auch nachlesen, warum. So mache ich nämlich Werbung, damit ihr das andere Let's Play noch guckt. Seht ihr? Voll gut. Genau, der letzte Wächter kontaktiert die Horde und lässt sie in die Welt der Menschen, Azeroth, beziehungsweise in die Welt Azeroth. Und dort passiert es. Die Orks führen Krieg gegen die Menschen. Beziehungsweise nicht gegen die gesamte Menschheit, sondern nur gegen Sturmwind, ein Königreich der Menschen. Dieses Königreich wird von allen anderen Königreichen gehasst und denken sich, gut, ihr seid alle kacke, Königreich Sturmwind, ihr seid Flüchtlinge und ihr seid nur Vagabunden und sowas, wir helfen euch nicht. Und Lac La Roche. Genau, wie die anderen Nationen würden Sturmwind nicht helfen. Und nun befinden sie sich im Krieg gegen die Horde. Dorothan sprach sich am dunklen Portal, als sie in die neue Welt wollten, gegen Gul'dan aus und wurde deshalb verbannt.
Ein anderer Clan, der mit den Frostwölfen auch im Frostfeuergrad lebte und Gul'dan hasste und ihn sowieso nicht mochte und sagte, dass der halt ein Verräter ist und sowas, wurde komplett ausgelöscht von der Horde. Das heißt, alle, die sich quasi gegen Gul'dan stellten, wurden ausgelöscht und Durotan beließ es quasi dabei und war quasi glücklich, dass er verbannt wurde und nicht abgeschlachtet, wie, sein Ganze, wie die anderen Clans halt, die sich gegen Gul'dan gewandt haben. Ja. Was liegt vor mir? Cover me. Darüber war er relativ happy. Ich wandere allein auf der Pirsch. Was liegt vor mir? This one's mine. Jedenfalls wurde er verbannt und die Frostwölfe gingen stark nach Norden. Die Elemente, die immer noch Drak... wie heißt er? Nicht Draktul? Zul Drak auch nicht. Drektar. Die immer noch Drektar dienen, beziehungsweise die dienen immer noch Drektar. Die Elemente führten ihn zu einem Ort, der von der Allianz quasi verlassen ist. Die Alderac-Berge, wo nur eine riesengroße Menschennation ist und sonst nichts. Schlussendlich, als sein Sohn geboren wurde, beschließt Durotan jedoch, zu seinem alten Freund Ogrim Doomhammer zu gehen, um die Horde zu erlösen. Und dies spielen wir gerade. Natürlich habe ich sehr, sehr viel ausgelassen, habe es ja quasi umrissen, damit ihr wisst, was wir hier tun. Eigentlich ist da noch sehr, sehr viel mehr Detail drin, die wir vielleicht mal in einem anderen Part ansprechen könnten. Aber ich glaube, wir genießen einfach mal die coolen Modelle von Draka, auch so ein komisches Gesicht, was echt komisch ist, nur zu hell leuchtet. Und kämpfen gegen die Eistrolle. Gibt es eigentlich Troll-Nahkampfeinheiten in Warcraft 3? Ich glaube nämlich nicht. Auf der Pirsch. Schön, das Katapult ist kaputt. Wir haben fast alle Leute hier verloren. Beziehungsweise eigentlich haben wir nur Katapult verloren, oder? Und die kämpfen da unten immer noch. Schafzahn heißt sein Wolf. Okay, das wusste ich gar nicht. Der Sturm ist vorüber, wir sollten weitergehen. Unsere Wege kreuzen sich. Kommt die Wache mit? Ich handle instinktiv. Hallo, Wache? Ja, gut, ihr kommt mit. Meine Beute naht. Ne, Allianz Abschau. Kann ich das eigentlich kaputt machen? Hoffentlich ist da was drin. Nee, natürlich nicht. Noch mehr Eistrolle. Auch gut, dass man Eistrolle mit einem Eis, also Eisatem anatmen kann und die quasi sterben. Ist genial. Warum verliert ihr eigentlich Leben? Warum kann ich ihn heilen? Macht überhaupt nichts. Einfach dumm rumstehen. Durotan skillt mal das hier, weil er so viel andere Sachen skillen kann. Muss ich das extra betonen. Bruder, wie lange müssen wir noch laufen? Nicht mehr weit, Bruder. Diese Wache kämpft nicht mit uns und betont Bruder sehr komisch. Ich trau ihr nicht. Es ist so, als würde sie wollen, dass wir sterben. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Ich Narr. Ich wandere allein. Ich handle. Oh mein. Wir werden dich verletzen. Okay, den Mana-Stein sollte vielleicht mal Durotan nehmen, weil er weniger Mana hat. Und weil der Mana-Stein plus...
25 Mana Regeneration macht und er heilen kann. Und ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn er den Trank trägt, Mann. Kake, Bienen, Mok, Kadazak, Cha. Warum rennt er wie ein Kamikaze da rein? Was ist denn los mit ihm? Unser Ork Begleiter ist gleich tot. Du wieder da reinrennst. Das kriegt mal Draka. Ich finde sehr gut, dass der die Stimme von Rexa hat, weil ich Rexa echt super finde. Mag die Stimme auch echt gerne. Bin schade, dass dieselben Synchronsprecher, die quasi in Warcraft gesprochen haben, nicht mehr in WoW sprechen. Und was ich mich frage, ist, ob in Battle for Azeroth der gute Held der Horde, Rexa, eine Rolle spielt. Weil er hat ja den Großadmiral von Kul Tiras umgebracht. Persönlich. Quasi alleine. Mit drei Mann. Oder vielleicht wurde die Geschichte umgeschrieben. Soweit bin ich im WoW-Band Chroniken 3 noch nicht. Das, was jetzt rauskam. 27. Ich hab's irgendwie 5 Tage vorher bekommen, aber pst. Keiner ist hier. Ich höre etwas. Meine Beute nach. Oh mein Gott, Assassinen. Mit Fangzähnen und Klauen. Sind zur Spurensuche bereit. Jagd sie raus. Wer hätte das gedacht? Und unser Ork-Kumpan hilft uns wieder mal nicht. Entfesselt meine Kraft. Ohne der Heilung? Und Rune des Mannes. Ich hätte eigentlich auf eine Rune der Wiederherstellung gehofft. Ich habe Witterung aufgenommen. Wir sind aber keine guten Assassinen. Wir sind stärker als sie. Oh mein Gott, Akinos. Verdammte Kacke. Okay, Akinos ist tot. Aber Mogul, der Gerissene, kommt wieder. Mann, ich bin immer mehr. So namhafte Orks haben wir uns noch nie angegriffen. Wer kennt ihn nicht? Mogul, der Gerissene. Und der kommt sein Kumpel, Khajiit. Okay, ich brauche mal einen Wolf wieder. Der ist dann doch ganz relativ wichtig. Meine Beute naht. Oh, wir haben es geschafft. Ich handle instinktiv.
Der gute Aedalus Blackmoor. Der gute Aedalus Schwarzhaupt. Schwarzmoor. Blackmoor, sagen wir es einfach mal. Ist ein Trunkenbold, der eine große Armee, militärische Karriere hinter sich hat und nun auf die Leichen von Draka, Dorotan, Schafzahn und den jungen, unbenannten Jungen hat, der dort liegt und weint. Und er möchte ihn aufziehen, die perfekte Waffe, die Intelligenz eines Menschen. Mit der Kraft und Muskularität eines Orks. Wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis denn!